wo das Problem denn liegt. Das Problem ist, dass es eine Row Zero gibt und sie schreien Unschuldsvermutung. Das Problem ist, unsere Töchter lernen sich zu schützen, bevor sie überhaupt alt genug sind, um zu verstehen, wovor. Das Problem ist, dass wir immer noch angemacht, angegafft, angegangen werden. Verfolgt, verletzt und vergewaltigt. Gedemütigt, gecancelt und getötet. Und sie sagen uns, das Problem sind Transmenschen in der Body. Ich meine, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Sie sagen uns, es wird doch alles besser. Und gleichzeitig reicht die SVP 2 Initiativen gegen das Recht auf Abtreibung ein. Es ist unser Körper und es ist unsere Entscheidung. Sie sagen uns, wir sollen aufhören zu schreien. Wir sollen lächeln, während sie unser Rentenalter erhöhen und einmal mehr unsere Renten verschlechtern. Sie sagen uns, wir sollen nett sein, streiken und demonstrieren sei nicht das richtige Mittel. Dabei warten wir seit über 40 Jahren auf die Umsetzung dieses Gleichstellungsartikels. Sie fragen uns, wieso wir streiken. Eine Woman of Color im Parlament seit der Einführung des Frauenstimmrechts. Zwei die Geschlechter, die bis anhin anerkannt werden. 8 die Prozentzahl Vergewaltigungen, die angezeigt werden. 25 die Anzahl Tage zwischen 2 Femizide. 42 die Prozentzahl Frauen im Nationalrat, auf die wir nun ach so stolz sind. 350.000 die Frauen in Armut, 430.000 die vergewaltigten Frauen in der Schweiz. 108 Milliarden Franken der Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern, 248 Milliarden der Betrag, der die Gesellschaften Frauen jedes Jahr für ihre unbezahlte Arbeit schuldet. Und Sie fragen uns, wieso wir streiken. Null die Geduld, die wir noch übrig haben, Tausende die Gründe, heute auf der Straße zu sein, Hunderttausende die diesem Ruf heute gefolgt sind. Denn, und das ist ein Versprechen, wir werden stören, bis sie uns zuhören, bis alle Söhne lernen, dass echte Männer weinen und nicht schlagen, bis unsere Kinder ihre Identität selbst wählen können. Wir stören, bis unsere Mütter in Würde altern können, bis Kinderbetreuung gleich ernst genommen wird wie Banken, bis Reichtum nicht mehr männlich wie ist und Armut nicht mehr weiblich und Privilegien allen gehören. Lasst uns dieses Land einmal mehr zum Beben bringen. Lasst uns einmal mehr Städte violett einfärben und das Hinterland unruhig machen. Lasst uns Jin, Jian, Asadin schreien, denn unsere Schwestern brauchen uns. Jian, Asadin, Jin, Jian, Asadin, Jin, Jian, Asadin, Jin, Jian, Asadin. Lasst uns die Stimme all deren sein, die heute nicht hier sein können. Lasst uns anziehen, was wir wollen, hingehen, wo wir wollen, küssen, wen wir wollen. Lasst sie uns bereuen lassen, dass sie Banken retten, aber Frauen verarmen lassen. Lasst sie uns erinnern, wer wirklich systemrelevant ist. Lasst uns ihnen unsere Pronomen ins Gesicht drücken, unsere Namen in Erinnerung rufen und Gendersterne malen, bis sie meinen, im Himmel zu sein. Lasst uns einstehen für Löhne, die zum Leben reichen, für Renten, die ein Alter in Würde erlauben, für Arbeitszeiten, die einen Sinn ergeben. Denn wir wollen nicht einfach gleiche Ausbeutungschancen in einem Scheißsystem. Wir fordern ein besseres Leben für alle. Lassen wir die verstummen, die meinen, nun genug gehört zu haben von diesem Feminismus. Lassen wir die träumen, die glauben,
dass sie alleine kämpfen müssen, lassen wir die hoffen, die müde sind. Lassen wir nicht zu, dass sie uns spalten. Lassen wir nicht zu, dass sie uns weismachen, dass unsere Kämpfe für höhere Löhne und Rente, für bezahlbare Kitaplätze, ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht, sichere Fluchtrouten, für die Anerkennung aller Geschlechter oder für tiefere Arbeitszeiten getrennte Kämpfe sind. Diese Kämpfe gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und wir streiken zusammen, denn wir sind der Widerstand, wir sind die Hoffnung, wir sind die Zukunft. Wir sind die Enkelinnen der Hexen, die die Patriarchen nicht verbrennen konnten. Wir sind die Kinder des Frauenstreiks von 1991 und wir sind die Eltern der Generation, die dieses System ein für alle Mal ändern wird. Und wir sind hier, weil wir uns nicht mit der Hälfte des Kuchens zufrieden geben. Nein, wir fordern die ganze verfluchte Bäckerei. Wenn Sie nehmen,